Aha. Ein Podcast für Neugierige und die, die es bleiben wollen. Mit Joram Schwarzmann und Marco Dirscherl. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer 18. Episode. Heute ist Dienstag, der 2. Juni. Und weil wir beide sehr neugierig sind, stellt einer von uns dem anderen am Ende jeder Episode eine Frage, die derjenige dann in der nächsten Folge beantworten darf. Und das machen wir immer abwechselnd. In der letzten Episode durfte ich dir eine Frage beantworten, Marco. Weißt du noch, um was es ging? Ja, um ein relativ aktuelles Thema, nämlich darum, wie funktioniert eine Impfung? Und ja. Ich habe daraufhin meinen Impfpass gesucht, zunächst panisch, weil ich nicht mehr genau wusste, wo er war. Und dann habe ich ihn gefunden und halt festgestellt, dass ich zwei Impfpässe habe. Wenn einer nicht genug ist. Nein, ich habe tatsächlich einen regulären und einen von der Bundeswehr. Ah, okay. Und dann habe ich festgestellt, ich sollte mal wieder so ein Impfungs-, so ein Cocktail zu mir, intravenös zu mir nehmen und auffrischen. Gleich die Kombi-Impfung. Ja, ich habe ja auch gesagt, ich hätte ihn suchen müssen, aber ich habe es gar nicht gemacht. Was? Ich glaube, ich habe auch zwei alleine, weil ich einmal dachte, ich hätte meinen verloren und dann einen neuen begonnen habe. Und dann habe ich jetzt, jetzt habe ich zwei, wo ich dann eben beide mitnehmen muss zum Arzt. Naja, genau so war es bei mir auch. Ich habe damals bei der Bundeswehr meinen nicht mehr gefunden und dann hat man mir dort einen angefertigt und jetzt habe ich auch zwei. Ja, aber das bedeutet, jetzt bist du an der Reihe, mir eine Frage vom Ende der letzten Episode zu beantworten. Mhm. Und ich wollte von dir wissen, was das kleine, kompakte Thema ist, nämlich wie funktioniert eigentlich die Kreislaufwirtschaft beziehungsweise die Bioökonomie? Ja. Tja. Mein lieber Herr Gesangsverein. Also eigentlich ist das ja immer dasselbe, ne? Also jedes Mal, wenn die Folge losgeht, wird erstmal gejammert, wie umfassend und wie weitreichend dieses Thema doch wäre und oh mein Gott, welche Untiefen des Internets man bei der Recherche dann plötzlich gefunden hat. Aber diesmal stimmt's wirklich. Nee, also Bioökonomie. Du bist ja darauf aufmerksam geworden, hast du mir ja letztes Mal erzählt, weil das Wissenschaftsjahr 2020 unter dem Begriff der Bioökonomie steht. Mhm. Und du als Berliner könntest dir da, glaube ich, auch sogar eine Ausstellung dazu angucken, zu dem Thema, also dort, wo das Wissenschaftsjahr eröffnet wurde. Ich habe mir jetzt leider nicht notiert, wie dieser Laden hieß. Wo man sich das angucken kann und ich weiß auch nicht, ob man sich immer noch angucken kann. Jedenfalls fand da eine furchtbar dröge Eröffnungsveranstaltung statt, wo ich mir ein paar so Eröffnungsreden angeguckt habe, zu diesem Wissenschaftsjahr. Ja, ist in Berlin. Aber bevor wir da einsteigen in dieses Thema, denke ich, sollten wir mit einer Begriffsdefinition anfangen, wie immer eigentlich. Und was man unter Bioökonomie eigentlich versteht. Im europäischen Raum ist es teilweise auch als Knowledge-Based Bioeconomy bekannt. Und das beschreibt die Transformation von einer marktwirtschaftlichen, erdölbasierten Wirtschaft hin zu einer Marktwirtschaft, in der eben fossile Ressourcen durch verschiedene nachwachsende Rohstoffe ersetzt werden. Und das ist halt so der große Überbegriff und man erahnt schon, dass es halt unglaublich viele Felder beinhaltet. Ja? Mhm. Wir haben auch ein paar Streifen heute. Und durch diese Transformation sollen eben Produkte und auch Prozesse innerhalb einer Volkswirtschaft nachhaltiger erzeugt werden können. Das ist so die Prämisse. Okay. Und um eben nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu erreichen, greift die Bioökonomie zwei wesentliche Prinzipien auf, indem sie eben auf nachhaltig erzeugte, nachwachsende Rohstoffe setzt und auf biobasierte Innovationen. Also gerade eben im Produkt- und im Materialbereich wird da unglaublich viel geforscht und auch erfunden und ist auch schon erfunden worden. Mhm. Ja. Und
Ja, auch die Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele, die sich die UN ja selber so gesteckt hat, eben zur Ernährungssicherung, zum Klimaschutz, zu nachhaltigen Konsum- und Produktbedingungen sowie zum Erhalt der wichtigsten Naturgüter wie Trinkwasser, fruchtbare Böden, saubere Luft und Biodiversität, wird eben der Begriff der Bioökonomie ganz stark in Verbindung gebracht. Mhm. Und das Ganze orientiert sich eben an diesem Kreislaufprinzip der Natur und sieht eben den Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft als wesentliches Leitbild an. Und Kreislaufwirtschaft, also ich habe da immer den Menschen quasi so als Teil eines Kreislaufs im Kopf. Also wenn du halt stirbst, dann wirst du halt vergraben und verwest und bietest dann halt wieder Nahrung für andere Organismen und wirst wieder Teil des großen Ganzen. Und unsere aktuelle Wirtschaft ist halt mitnichten auf einen Kreislauf ausgerichtet, sondern es ist eine Wegwerfgesellschaft. Ja. Okay. Und also das heißt, wir nehmen unsere Rohstoffe und dann ist es so ein linearer Prozess. Ne? Wir machen daraus Produkte und dann werden diese Produkte genutzt, manchmal für eine sehr kurze Lebensdauer und dann landen sie irgendwie auf dem Müll oder manchmal im Recycling, aber das ist immer ein quasi Downcycling. Ne? Es wird dann genau. Aus hochwertigem Material wird weniger hochwertiges Material. Genau, es gibt da jemanden, also kommen wir gleich zu, der eine Parallele entdeckt hat von der Bioökonomie zur Thermodynamik. Mhm. Und diesen Herren werden wir uns jetzt gleich ein bisschen näher angucken. Wie ich schon erwähnt hatte, das Thema Bioökonomie ist eben Deutschlands Motto des Wissenschaftsjahres 2020. Dazu gibt es auch eine echt tolle, muss ich sagen, auch hier bei meinen Recherchen wurde ich erschöpfend bedient von den Seiten, die unser Bund quasi zur Verfügung stellt. Also es ist echt unglaublich, was es da an Material gibt und wie das aufbereitet ist. Und auch hier hätte ich mir auch an anderer Stelle wieder ein Büchlein ordern können, das diesmal nicht sympathisch grau, sondern tatsächlich irgendwie so ein bisschen ansprechender gestaltet gewesen wäre. Also es gibt wieder genügend Informationsmaterial, das der Bund hier zur Verfügung stellt, sodass man selten bis nie eigentlich auf Wikipedia oder YouTube ausweichen muss. Auch wenn das natürlich auch mitunter meine Anlaufstellen waren. Mhm. So, jetzt ist dieser Begriff der Bioökonomie oder so ganz allgemein eigentlich so dieser Gedanke, dass man nicht immer alles, also dass Dinge halt endlich sind, ja, dass man nicht immer alles unendlich zur Verfügung hat, scheint ja jetzt irgendwie was total Logisches zu sein, ne? Ja, es wundert mich so ein bisschen, dass das nicht, also dass das jetzt so eine neue Idee ist. Also ich weiß nicht, wie alt das Konzept ist, aber es war bestimmt jünger als 50 Jahre und wir wirtschaften ja schon ein bisschen länger als das. Ja, es ist, also interessant ist eigentlich, also und das fand ich jetzt auch, dass es tatsächlich ein relativ junger Gedanke ist, ja. Also erdgeschichtlich gesehen sowieso und auch im Sinne der Menschheitsgeschichte und jetzt auch im Sinne der Industrialisierung, die ja, wenn ich mich nicht täusche, so Mitte des 19. Jahrhunderts massiv eingesetzt hat, ne? So ja. In den 1850ern, glaube ich, ging das so rapide los mit Dampfmaschinen und was der Geier was, ne? Und aber zu der Zeit hat tatsächlich noch niemand so richtig, also zumindest nicht so, dass er sich damit Gehör verschafft hätte, diesen Nachhaltigkeitsgedanken postuliert und in den Vordergrund gestellt. Hätte man mal, denke ich mir so aus heutiger Sicht, dann hätte man von Anfang an so ein bisschen anders wirtschaften können. Ich frage mich, ob man damals sich schon gedacht hat, dass sowas wie Ölvorkommen und Kohlevorkommen und so, dass die endlich sind. Oder ob man sich gedacht hat, man wird halt immer neue entdecken, das wird halt so eine, ist halt so eine riesige Menge an Ressource, beziehungsweise wahrscheinlich war halt auch damals der Verbrauch so gering, dass man sich nicht vorstellen könnte, dass man das aufbrauchen kann. Ne? Ich denke mir halt immer, auf der einen Seite hat man halt diese Ölvorkommen gefunden und hat sich wahrscheinlich irgendwie im Paradies gewähnt und auf der anderen Seite waren wahrscheinlich auch die umwelttechnischen Folgen der erdölbasierten Wirtschaft gar nicht so sehr erforscht, als,
als dass man sich da hätte schon Gedanken gemacht. Also es hat halt immer was mit Wissen zu tun, halt auch über die Folgen dessen, was man tut. Das ist ja auch, guckt ja mal irgendwie Filme aus den 1950ern an, wie en vogue da das Rauchen war und da hat ja in jedem Film und überall immer Frauen, Männer immer geraucht und bis es dann halt plötzlich schädlich wurde. Ja. Ja. Und so vergleiche ich das auch mit dem. Also das natürlich war das schon immer schlecht, was die Menschheit mit ihren fossilen Rohstoffen gemacht hat. Aber damals wusste man es wahrscheinlich einfach nicht besser. Wie dem auch sei, ein Wegbereiter der Bioökonomie ist bzw. war ein rumänischer Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler namens Nicolas Georgescu Rögen. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche. Georgescu kann ich nur aussprechen, aber Rögen wird mit OE geschrieben. Und wie man das auf Rumänisch ausspricht, weiß ich nicht. Ich bin des Rumänischen nicht mächtig. Der gute Mann hat von 1906 bis 1994 gelebt und mit seinem Hauptwerk The Entropy Law and the Economic Process, also das Entropiegesetz und der Wirtschaftsprozess, den Weg bereitet für die Bioökonomie. Und in diesem 1971, ja, also das war irgendwie so kurz vor meiner Geburt, veröffentlichten Buch argumentiert dieser Georgescu Rögen, dass wirtschaftliche Knappheit in der physischen Realität wurzelt, dass alle natürlichen Ressourcen irreversibel geschädigt werden, wenn sie für wirtschaftliche Aktivitäten genutzt werden, dass die Tragfähigkeit der Erde, also das heißt die Fähigkeit der Erde, die menschliche Bevölkerung und den menschlichen Verbrauch aufrechtzuerhalten, irgendwann in der Zukunft abnehmen wird, wenn der endliche Vorrat an Bodenschätzen abgebaut und genutzt wird, und dass folglich die Weltwirtschaft als Ganzes auf einen unausweichlichen zukünftigen Zusammenbruch zusteuert, der schließlich zur Auslöschung der Menschheit führt. Also das war so der Kern dieses 1971 veröffentlichten Buches. Das ist so ein Gedankengang, den ich schon irgendwie schon lange kenne. Irgendwie, ich weiß, dass ich als ich in den 90ern aufgewachsen bin, dass man das irgendwie schon immer sich so erzählt hat, ne? Dass man sagte, naja, Ressourcen sind endlich, wir verbrauchen mehr, als jedes Jahr da nachwächst quasi. Ja, unsere Wirtschaft braucht das halt irgendwann alles auf. Und irgendwie habe ich gedacht, das ist halt so ein allgemein, also so ein grundlegendes Verständnis, was es schon ewig gibt, dass das halt so ist. Aber ja, in den 70ern ist ja immer noch relativ, ich meine, gut, mittlerweile auch schon 50 Jahre her, aber immer noch verhältnismäßig jung, dieser Gedanke. Also überrascht mich, dass es erst so spät war. Ich hätte irgendwie gedacht, dass man sich das schon früher klar gemacht hat. Das Geile ist ja, bezieht sich ja auch in diesem Buch. Ich habe es ja erwähnt, zieht er halt Parallelen zwischen biologischen und wirtschaftlichen Prozessen. Ne? Und er sagt also, dass die beiden offene Systeme darstellen und das zweite Gesetz der Thermodynamik erfüllen müssen. Sowohl der wirtschaftliche Prozess und der biologische Prozess. Weil eben Energie nach erfolgten Umwandlungsprozessen niemals in ihren ursprünglichen Zustand zurückgeführt werden kann. Mit anderen Worten, du kannst aus Erdöl, das du mal zu Plastik verarbeitet hast, nicht wieder Erdöl machen. Ja. Und demnach widerspricht im Übrigen auch das, wofür sich der Deutsche so stark rühmt und das in der 12. Episode von Aha besprochen wurde, nämlich das sogenannte Recycling, der Idee der Bioökonomie. Weil du niemals 100% quasi dessen, was du reinsteckst in diesen Werkstoff wiederbekommen wirst. Mhm. Weil es eben ja dem Gesetz der Thermodynamik, dem zweiten Gesetz der Thermodynamik unterliegt. Finde ich einen interessanten Gedanken. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, dann passt das sehr gut. Also ich kenne es vor allem aus so metabolischen Prozessen und sowas in der Biologie und ganz oft, wenn man halt gibt es ja quasi eine inhärente Energie und wenn es dann eine chemische Umwandlung gibt, und das ist ja bei Erdöl zu Plastik nicht anders,
dann wird halt eine bestimmte Energie frei, die vorher quasi in deinem Molekül chemisch gebunden war. Und die kannst du halt nicht ohne weiteres wieder dazu packen. Ja. Oder wenn du es machst, dann kannst du es nur in Prozessen, die selber wiederum so verlustbehaftet sind, dass du netto halt immer noch einen Energieverlust hast. Und ne, das, ich weiß nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne mit meinem Physikverständnis da, aber da ja Energie auch immer so ein bisschen was mit Materie zu tun hat, ne, I gleich im C-Quadrat und so, hängt es halt damit zusammen, dass man halt, wenn man Prozesse hat, wo man mit Materie arbeitet, die umgewandelt wird, immer dabei einen Energieverlust hat und dadurch halt auch irgendwie in gewisser Weise einen Materieverlust, den man nicht ohne weiteres ausgleichen kann wieder. Ja, so ist es. Dieser Herr Georgescu Roegen, ja, war vor allen Dingen, also in den Folgejahren seiner Buchveröffentlichung, vor allem in Europa, in Ländern wie Frankreich, Italien und Spanien, ein gern gesehener Gast, wo er eben viele Anhänger seiner Ideen gefunden hat. In Amerika, in den USA eher nicht. Also da war er weitestgehend unbekannt. Mhm. Und der von ihm geprägte Begriff Declining State, also des rückläufigen Zustands, wie man so schön sagt, ja, wurde ins Französische als Décroissance übersetzt. Mhm. Hast du das schon mal gehört? Décroissance? Nee. Er hat ein Grundlagenwerk geschaffen, 1979, La Décroissance. Also Croissance heißt Wachstum. Und Décroissance ist quasi das Unwachstum. Das Unwachstum, das Gegenwachstum, ja, genau. Und er, mit seinem Grundlagenwerk La Décroissance 1979 wurde er zum Vordenker der gleichnamigen wachstumskritischen Bewegung, die seine Ideen der Wachstumskritik weiterentwickelte. Das heißt, es gibt in Frankreich eine gleichnamige Bewegung, die nennt sich La Décroissance, kannst du gerne mal googeln. Es gibt auch ein Magazin, das irgendwie so heißt und monatlich noch erscheint. Also Décroissance mit E-Accent, ja. Also mit einem. Mhm. Und genau, ist eine Monatszeitschrift, die seit 2002 erscheint. So wird auch dieses gesellschaftspolitische Konzept bezeichnet und eben der Name einer ganzen Bewegung in Frankreich. Und eben der Name. Ich gucke mir gerade die Webseite an und sie sieht sehr französisch aus. Ja. Die Franzosen haben ein ganz anderes Empfinden für Layout als wir. Und das sieht immer, ich gucke da immer drauf, sieht immer ein bisschen chaotisch aus. Genau. Aber ja. Ja, und eben der Name dieses Grundlagenwerks. Ja. Also er hat da ziemlich was losgetreten mit seinen Ideen und scheint da vor allen Dingen auch in Frankreich auf Gehör gestoßen zu sein. Insgesamt hatte der Herr Georgescu Roegen ziemlich viel Einfluss und ziemlich viele Menschen beeinflusst bis zu den 2010er Jahren, also wo er ja schon längst das Zeitliche gesegnet hatte, hat er mindestens 3 Generationen von Menschen ausgebildet, beeinflusst und inspiriert. Und darunter seine zeitgenössischen Altersgenossen, jüngere ökologische Ökonomen, noch jüngere Organisatoren und Aktivisten der Degrowth-Bewegung und andere auf der ganzen Welt. Mhm. Also Degrowth. Das klingt so ein bisschen antikapitalistisch. Ist das so? Also erstens, dass es in Frankreich so gut ankommt, die ja auch eher so ein bisschen eine sozialistischere Herangehensweise in ihrer Politik haben. Man kann sich darüber streiten, wie doll, aber grundsätzlich ist da auch in der Bevölkerung breiter irgendwie so ein linker, antikapitalistischer Gedanke vorhanden. Würdest du nicht, also ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht und ich habe jetzt auch nicht keine konkreten Textstellen dazu gefunden, aber jetzt so intuitiv würde ich ja sagen, dass eine kapitalistische Marktwirtschaft einfach den Grundsätzen der Bioökonomie widerspricht. Also das Gewinnschöpfung quasi dem ganzen Kreislaufprinzip bisschen widerspricht. Also ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch eine antikapitalistische Bewegung ist. Wachstumskritische Bewegung steht einem Markt, der auf Wachstum getrimmt ist, ja wahrscheinlich entgegen. Ja. Kann ich mir vorstellen. Aber ohne da jetzt irgendwelche belegbaren Quellen zu haben. Das ist rein mein Bauchgefühl.
Tja, also wie gesagt, dieser, ich hatte den Namen vorher noch nie gehört. Ich werde in die Shownotes unserer Episode auch ein Bild von dem Herrn reinpacken. Sieht so aus, wie man sich einen Rumänen Mitte der 90er halt so vorstellt. Auch nicht. Ja. Bis 2005 wurde die Bezeichnung Bioökonomie vor allem in Bezug auf wirtschaftliche Aktivitäten angewandt, die sich eben aus neuen Produkten und Verfahren der Biotechnologie ergeben. Dazu zählen eben beispielsweise biologische Pharmazeutika wie Antibiotika oder Immuntherapien, aber eben auch technische Biopolymere für Werkstoffe. Also das war eigentlich so bis 2005, war das, was man so unter Bioökonomie verstand. Ja? Aber mit der rasanten Entwicklung in den Lebenswissenschaften wurde diese engere Definition der Bioökonomie vielfach auf die Verwendung biologischer Ressourcen und Erkenntnisse ausgeweitet. Also es blieb jetzt nicht nur auf, ja, bei Pharmazeutika und Werkstoffen, sondern ja, wurde deutlich ausgeweitet, dieser Begriff. Und wie auch, also ich war immer wieder bass erstaunt, wie jung diese ganze Bewegung ist und wie jung die Anstrengungen sind, quasi unsere Gesellschaft auch in diese Richtung zu bewegen oder so in bioökonomischen Aspekten auszurichten. Nämlich 2009 erst, ja, das ist jetzt gerade mal 11 Jahre her, richteten die deutschen Bundesministerien für Bildung und Forschung sowie Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz einen Bioökonomierat als unabhängiges Beratergremium für die deutsche Bundesregierung ein. 2009. Ja. Und der Bioökonomierat versteht die Bioökonomie als die Erzeugung und Nutzung biologischer Ressourcen inklusive biologischen Wissens und Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in allen wirtschaftlichen Sektoren im Rahmen eines zukunftsfähigen Wirtschaftssystems bereitzustellen. Und es überrascht mich fast, dass die Bundesregierung schon vor 11 Jahren damit eingestiegen ist. Also, es kommt noch besser. Also mit so einem Beratungsgremium oder so, weil man... Es kommt noch besser. Also ich weiß, was du sagen willst. Ja, und also gerade jetzt im Lichte der jetzt durch die aktuelle C-Krise abgelösten Diskussionen um den Klimawandel hat es mich umso mehr erstaunt. Aber wie gesagt, es kommt noch was. Mhm. Ja. Also der Bioökonomierat betont damit eben das Potenzial zur Entwicklung nachhaltiger Produkte und Prozesse. Kannst ja auch gerne mal googeln nach dem Rat, dann kannst du die Gesichter ansehen, die da vertreten sind, sind natürlich ja aus verschiedenen Wirtschafts- und Wissenschaftszweigen Vertreter drin in diesem Rat. Ja. Habe ich jetzt die Namen nicht rausgesucht, das ist auch irrelevant. Ja. Überraschenderweise nimmt Deutschland bei der Bioökonomie eine internationale Spitzenstellung ein. Das ist jetzt allerdings ein Satz, den ich von bioökonomie.de habe. Das ist so die Website quasi des Bundes zu diesem Thema. Da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Ja. Behaupten Sie aber. Und als eines der ersten Länder hat Deutschland Ende 2010 eine auf 6 Jahre angelegte, ressortübergreifende nationale Forschungsstrategie Bioökonomie 2030 veröffentlicht. Mhm. Und damit hierzulande erstmals konkrete Weichen für einen biobasierten Wandel von Industrie und Gesellschaft gestellt. Das ist schon erstaunlich. Klingt mächtig. Ne? Ja, nationale Forschungsstrategie Bioökonomie 2030. Versuchen wir noch meinen Zynismus zu unterdrücken, weil ich mich gleich wundere, ob die das einfach anders verstehen als das, was wir uns jetzt darunter vorstellen und dass sie deswegen so dahinterher sind oder ob das tatsächlich irgendwie wenn ich jetzt mit der Abhandlung fertig bin über Deutschland, dann sage ich dazu noch ein paar Takte. Ja.
Sehr gut. Da freue ich mich. Nee, wahrscheinlich jetzt weniger kritisch, als du denkst, ja, aber ja. Aber trotzdem, ja. Ja, genau, 2030, also nationale Forschungsstrategie Bioökonomie 2030, so heißt diese Strategie. Im Jahr 2011 veröffentlichte der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderungen, WBGU abgekürzt, ein Gutachten unter dem Titel Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation, in dem die dringende Notwendigkeit einer postfossilen Wirtschaftsweise begründet und zugleich die Machbarkeit der Wende zur Nachhaltigkeit aufgezeigt wird. Außerdem präsentiert dieser Bericht 10 konkrete Maßnahmenbündel zur Beschleunigung des erforderlichen Umbaus. Dieses Papier, also dieser Gesellschaftsvertrag, stammt aus dem Jahr 2011. Vor 9 Jahren. Mhm. Ich habe mir diese zehn Punkte auch durchgelesen. Das ist im Wesentlichen das, was man, wenn man einigermaßen aufmerksam die Diskussion verfolgt hat, im Zuge des Klimawandels auch immer wieder gehört hat. Am 15. Januar 2020, halt, Entschuldigung, ich bin etwas verrutscht in meinen Aufzeichnungen. Ja, genau. Darüber hinaus wurde 2013, also 2011, wurde dieser Gesellschaftsvertrag veröffentlicht, den man sich im Übrigen auch bestellen kann, also kostenlos als Heftchen für meine Sammlung. Hoffentlich auch wieder schön grau. Nein, der ist blau. Darüber hinaus wurde 2013 eine nationale Politikstrategie Bioökonomie vom Bundeskabinett verabschiedet, um alle Regierungsaktivitäten zur Bioökonomie über alle Ministerien hinweg abzustimmen. Mhm. 2013. Klingt auf jeden Fall echt nach Anpacken und Loslegen. Ja, ich bin immer so ein bisschen allergisch gegen Strategien. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Strategien, also Visionen und Strategien. Ja? Ich sage immer, wenn man Visionen hat, muss man aufhören, Drogen zu nehmen. Und wenn man Strategien hat, ist jetzt gehässiger, als es klingt jetzt gehässiger, als ich es meine. Ja, aber es stimmt natürlich, es gibt schon eine gewisse Diskrepanz zwischen konkreter Umsetzung und den großen Plänen, die man formuliert. Das sehen wir ja auch in der Klimapolitik reichlich. Da werden große Ziele definiert und sehr kleine Maßnahmen beschlossen. Und in der Bioökonomie, werden wir mal sehen, wie das da läuft. Aber ja, große Ziele sind auf jeden Fall schon mal definiert worden. Ihr könnt euch gerne mal diesen Gesellschaftsvertrag durchlesen. Ich habe in Auszügen habe ich mir das zu Gemüte geführt. Ich habe es verlinkt. Also es steht natürlich auch online zur Verfügung. Man muss sich das nicht ins Regal stellen, wenn man nicht möchte. Aber man kann sich es durchlesen und wird da halt schon eine sehr vernünftige, logische Strategie wiederfinden, wie man quasi einen Gesellschaftswandel vollziehen kann in Richtung nachhaltiger Kreislaufwirtschaft. Das sind schon große Ziele, die da formuliert wurden, zweifelsohne, ja, aber muss halt mal anpacken. Im Sinne dieses Gutachtens, dieses wissenschaftlichen Beirats, beherrschte der Begriff der Bioökonomie als neues Leitbild der weltweiten Landwirtschaft und Nahrungsmittelerzeugung das jährliche internationale Treffen der Landwirtschaftsminister auf der Internationalen Grünen Woche 2015 in Berlin. Ja, also das scheint da wohl das vorherrschende Thema beziehungsweise sogar das Leitbild dieser Internationalen Grünen Woche gewesen zu sein. 2015, wohlgemerkt. Und am 15. Januar 2020 haben wir nochmal eine Strategie. Da hat nämlich das Bundeskabinett die nationale Bioökonomie-Strategie beschlossen. Okay. Und mit der legt die Bundesregierung die Leitlinien und Ziele ihrer Bioökonomiepolitik fest und benennt Maßnahmen für deren Umsetzung. Ja. Hast du die auch angeguckt?
Was da jetzt konkret? Also diese nationale Bioökonomie-Strategie dann nicht mehr. Also irgendwann war es mir dann genug mit Strategien. Aber ich nehme an, da steht auch nichts viel anderes drin wie in diesem Gutachten. Ja. Ja. Aber durchgelesen habe ich es mir jetzt nicht. Also es ist schon eine ganze Weile quasi auf relativ hoher Ebene in so einer Zielsetzung drin. Hast du von dem Thema schon was gehört, bevor ich das auch angebracht habe? Also ich hätte mir nicht, also wieder im Kontext der jüngsten Diskussionen um Klimaschutz, ja, um Klimawandel, hätte ich mir nicht im Traum einfallen lassen, dass es hier seit, 2009 tatsächlich massive oder zumindest scheinbar massive Anstrengungen gibt, Strategien in diese Richtung zu entwickeln. Umso erstaunlicher ist das eigentlich, weil jetzt sind wir wieder bei dem Thema, lass mich das erstmal abschließen, dann können wir darüber diskutieren. Bevor wir diskutieren. Genau. Also diese Strategie, die sie da entwickelt haben, jetzt am 15. Januar 2020, Anfang diesen Jahres, ja, basiert eben auf dieser nationalen Forschungsstrategie Bioökonomie 2030 und auf der nationalen Politikstrategie Bioökonomie und bündelt die politischen Aktivitäten in einem kohärenten Rahmen. Und mit dieser Strategie werden die Voraussetzungen geschaffen, um Deutschlands Vorreiterrolle in der Bioökonomie zu stärken und die Technologien und Arbeitsplätze von morgen zu entwickeln. Das ist jetzt, das sind Buzzwords. Gleichzeitig bekennt sich die Bundesregierung mit der Strategie zu ihrer globalen Verantwortung in der international vernetzten Bioökonomie. So, jetzt kommen wir zu meinem Round. Ja? Also, ich hätte mir nicht träumen lassen, dass es hier solche Strategien gibt. Und als ich das gelesen habe und vor allen Dingen, als ich mich so eine ganze Zeit lang auf bioökonomie.de aufgehalten habe, die Seite kann ich wirklich nur jedem empfehlen, und zwar ohne Ironie, war ich halt erstaunt, wie wenig ich davon weiß. Als, so dachte ich, einigermaßen politisch interessierter Bürger. Und dann wiederum wurde ich so ein bisschen depressiv, weil ich mir dachte, wieso schafft es denn unsere Politik nicht, sowas nach außen, besser nach außen zu tragen? Dann hätte man 2011 schon oder Anfang 2009 schon verkünden können, dass man dran arbeitet, ne? Dass die Mühlen der Politik langsam mahlen, das glaube ich, weiß ja ziemlich jeder, ne? Und dass das ein bisschen dauert, aber ich habe von dieser Strategie bislang nichts gehört. Ja, ich muss auch sagen, ich so als Disclaimer, ich habe ja quasi am Rande nicht mit der Bioökonomie-Strategie oder sonst was zu tun gehabt, aber ich habe mal für Pflanzenforschung gearbeitet und das ist sogar so ein nicht mal direkt ein Schwesterthema, aber in dem Umfeld wird auch immer wieder mit Bioökonomie um sich geworfen und ich kannte es auch nur als reines Buzzword. Ich wusste nicht, was da konkret dahinter steht und was da jetzt eigentlich passieren soll. Und ich war sozusagen schon, ich habe schon einen Blick so hinter die Kulissen bekommen, was so BMBF-Forschung und so Sachen angeht. Das ist irgendwie so ein Thema, was, obwohl es ja scheinbar so extrem wichtig ist und auch auf hoher Ebene behandelt wird, extrem unsichtbar ist. Ich meine, es ist jetzt immerhin das Thema des Wissenschaftsjahrs, aber ich meine, gut, jetzt gab es auch die große Krise und das hat alles davon abgelenkt und so. Aber ich habe auch jetzt im Rahmen dieses Wissenschaftsjahrs noch nicht sehr viel mehr davon mitbekommen. Und ich treibe mich ja quasi nur in Wissenschaftskommunikationskreisen rum. Also wenn da niemand davon redet, dann außerhalb dieser Kreise erst recht nicht. Naja, weißt du, was meiner Meinung nach das Problem ist? Und das habe ich jetzt auch bei meinen Recherchen halt feststellen müssen. Dieser Begriff Bioökonomie als solches ist unglaublich diffus, weil er so unglaublich viel unter sich vereint. Also so ganz unterschiedliche Forschungs- und Wirtschaftszweige. Dass du halt nicht sagen kannst, hey, es gab jetzt den Durchbruch in der Bioökonomie. Das wirst du niemals hören, ja. Mhm. Sondern es gibt hier einen Durchbruch in der Produktentwicklung XY
oder es gibt hier eine Neuentwicklung in der Landwirtschaft oder hier in der Lebensmittelindustrie. Und das sind so ganz winzige Innovationen, die eben zu diesem großen Ganzen beitragen, was letztendlich die Bioökonomie auch ausmacht. Aber es ist nicht so, dass du sagen kannst, das ist Bioökonomie und mach das mal genau so. Ja. Und du kannst es auch studieren. Ich habe es ja per Messenger geschrieben, vorgestern ganz entsetzt. Also ich sage, ich soll hier das in einer halben Stunde Podcast abhandeln, was man studieren kann. Also man kann das auch an verschiedenen Universitäten studieren. Und so ganz spontan war so mein Gedanke, würde ich jetzt in dem Alter oder an dem Punkt in meinem Leben sein, die Entscheidung treffen zu müssen, was ich studieren möchte, wäre das, glaube ich, ein Studiengang meiner Wahl. Mhm. Also das finde ich unglaublich interessant und unglaublich vielfältig, was man da alles machen kann, in welche Richtung das man gehen kann. Fand ich super interessant oder würde ich super interessant finden, würde ich jetzt nochmal studieren dürfen können. Jetzt kannst du natürlich sagen, was hindert dich daran? Zeit und Lust. Zeit, Lust und Geld. Es gibt viele Gründe. Es gibt auch viele Themen, über die würde ich gerne mehr wissen, aber ich möchte nicht mehr in einem Studium sein. Das ist ein Bereich, wo ich so froh bin, dass das hinter mir liegt. Aber das ist was anderes. Hast du denn Beispiele gefunden, was so typisch oder was so ein anschauliches Beispiel dafür ist, wie Bioökonomie funktioniert oder was sie quasi konkret angehen möchte? Wir zwei ticken da zum Glück relativ gleich, weil ich mich dann auch gedacht habe, so und jetzt? Ja, jetzt bin ich hier, jetzt habe ich Strategien über Strategien gelesen und was heißt das jetzt? Ja? Und wie ich schon sagte, auf bioökonomie.de ist ein wirklich gut aufbereitetes Füllhorn an Informationen zu diesem Thema, zu unterschiedlichen Projekten, wo man Förderung bekommen kann, wer Förderung bekommt, welche Projekte gefördert werden, welche, da werden auch Projekte porträtiert, die einfach besonders herausragend sind. Man hat Dutzende von Videos produziert, unterschiedlicher Inhalte, auch eins zum Wissenschaftsjahr. Das reicht von Begriffsdefinitionen über komplexe Sachverhalte, die erklärt werden, über Projekte, die vorgestellt werden. Es ist unglaublich vielfältig. Also wer sich mit diesem Thema einfach mal ein bisschen auseinandersetzen will, der soll sich einfach mal statt auf YouTube irgendwelchen Influencern nachzuhüpfen, vielleicht einfach mal da ein Video oder zwei angucken, finde ich super interessant. Ist natürlich schon sehr pressewirksam inszeniert. Und wenn ich solche Begriffe lese wie Vorreiterrolle und ne, bin ich auch immer ein bisschen stutzig. Aber ja, ich habe mir jetzt einfach mal drei Beispiele rausgepickt, weil damit das nicht ganz so trocken bleibt, damit du und auch unsere HörerInnen auch ein Bild davon haben, was denn jetzt in diesem Bereich Bioökonomie fällt oder ja, welchen Feldern da geforscht wird. Zuvorderst habe ich mir eins ausgesucht, das mir persönlich natürlich am Herzen liegt und das ist ein Thema, das erst jüngst auch so ein bisschen mehr an Öffentlichkeit gewonnen hat, nämlich das Thema veganes Fleisch. Mhm. Ist ein Feld, in dem da geforscht wird. Fleischkonsum, vor allem in der Menge, der praktiziert wird, hat halt so, ich sag mal, relativ ungute Auswirkungen auf Natur, Umwelt, Tiere und den Menschen. Vorsichtig gesagt. Ja, und also ich glaube 30% der Landfläche wird für den Anbau von Futtermitteln verbraten und es gibt diverse Argumente, warum man weniger und vielleicht sogar gar kein Fleisch essen sollte. Darauf will ich jetzt auch gar nicht eingehen. Aber du hast ja sicher schon von diesem Beyond Burger gehört. Ich verwechsel immer, welcher ist. Beyond ist der aus Erbsenprotein, ne? Beyond Meat, ja. Und Impossible ist der mit dem, wo sie quasi das Blut biotechnologisch nachgebaut haben, ne? Also
der quasi der blutende Burger, aber der auch komplett pflanzlich ist. Ja, Beyond Meat ist so der bekannteste, der jetzt auch so ein bisschen mehr Medienpräsenz genossen hat und hat jetzt auch so ein paar Ableger produziert, die man auch beim Lidl, Aldi und Co. mal kurzzeitig zumindest erwerben konnte. Hast du ihn mal probiert? Nein. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass meine Liebste die weltbesten veganen Burger-Patties fabriziert und wir nicht darauf zurückgreifen müssen. Wir wollten aber, haben keinen mehr bekommen. Aber hast auch nichts verpasst. Ich habe damals, als die so gehypt wurden, als die gerade in die Läden kamen, habe ich natürlich auch versucht, die zu kriegen und habe es auch irgendwann geschafft. Ich habe auch irgendwann, glaube ich, mal in so einem Burgerladen einen Beyond Meat Burger dann bestellt dort. Was dann halt teurer war als das Fleisch, wo ich mir schon so gedacht habe, so, entweder sie haben sehr billiges Fleisch, was sie da einkaufen, oder man zahlt den Aufschlag für den Hype. Und ich muss sagen, ich finde, es ist eine valide Alternative, aber es schmeckt halt wie ein Fertigprodukt schmeckt. Ja. Das heißt also. Also wir haben. Ja, also wir machen unsere Burger Patties aus verschiedenen, also je nachdem, was uns halt noch was uns da Sinn steht, aber die besten sind mit Seitan. Die müssen gedämpft werden, das ist relativ aufwendig, damit die halt die Konsistenz kriegen, aber die sind in Konsistenz und vom Geschmack her sind die wahnsinnig gut. Allerdings man darf, also das ist halt ein Fehler, glaube ich, nicht machen darf, oder man darf nicht erwarten, in ein Stück Fleisch zu beißen, geschmacklich. Also das ist halt, ja. Das ist halt etwas, also ich als jemand, der jetzt schon eine ganze Zeit lang, über 2 Jahre vegan lebt, habe diesen Anspruch, nicht etwas essen zu müssen, das riecht, schmeckt und aussieht wie Fleisch. Ich kann es verstehen, und deswegen bin ich auch ein großer Befürworter solcher industriell gefertigten Fleischersatzprodukte, wenn es eben jemanden dazu bringt, weniger Fleisch zu essen, zumindest rechtzeitig, muss es ja nicht tun. Ne? Ich finde diese Sachen auch aus vielerlei Hinsicht spannend. Für mich ist dieser Geschmack quasi nach so Hefeextrakt, so ein bisschen nach so Brühe, der dann oft durchkommt, um dann diesen Umami-Geschmack reinzukriegen. Nicht so, finde ich halt einfach nicht so super lecker. Aber grundsätzlich finde ich das super spannend. Und ich habe damals auch, als sie rauskam, so ein bisschen recherchiert, wie das funktioniert mit dem Erbsenprotein und so. Darf ich das erzählen? Ja, kannst du gerne. Also ich habe es mich deine Folge. Ich hab es ja jetzt ein bisschen derailed, aber ich finde diese Fleischersatzprodukte finde ich super spannend und super gut. Und ich freue mich, dass es die gibt, weil ich kaufe die schon nicht unbedingt die Beyond Meat Sachen, aber generell so eine Fleischersatzprodukte kaufe ich gerne. Einfach, ja. Weil ich das aus vielerlei Hinsicht besser finde. Ja, ich hab mir mal so grundsätzlich notiert, wie veganes Fleisch halt erzeugt wird. Und wie ich schon sagte, es ist halt für viele ist es einfach unglaublich wichtig, dass es halt riecht und schmeckt und von der Konsistenz her sich so anfühlt wie Fleisch. Ja? Mir persönlich ist es nicht wichtig, aber ich kann verstehen, wenn es jemandem wichtig ist, und genau für solche Menschen finde ich solche Produkte toll. Und um die Textur von Fleisch zu imitieren, wird Pflanzenprotein, ja, aus Soja oder Erbsen oder dergleichen, durch Erhitzen die kugelförmige Struktur genommen. Habe ich mir jetzt mal so notiert. Mhm. Und dann werden die Proteine durch Pressen in eine faserige, fleischähnliche Masse umgeformt. Das ist so der Basisprozess. Natürlich, was da noch alles drin steckt an Zusätzen und Geschmacksverstärkern und will ich gar nicht wissen, aber es ist so die Basis. Ja. Proteine, umformen, faserige Masse, Fleisch, dann kannst du Würstchen oder dein Schnitzel daraus herstellen. Und die Forscher haben eben herausgefunden, was so im Wesentlichen den Fleischgeschmack ausmacht, ist das Blutprotein Hämoglobin. Und tatsächlich kommt dieses Hämoglobin aber auch in Pflanzen vor, und zum Beispiel in den Wurzeln von Soja. Und Biotechniker haben das Proteingen aus Soja in Hefezellen eingeschleust, und damit kann man in Bioreaktoren die Hefezellen quasi Hämoglobin erzeugen lassen, und zwar in großen Mengen, zum Beispiel für vegane Hamburger, die nach Fleisch schmecken. Es muss ein seltsamer Fermenter sein, weil der halt dann einfach blutig aussieht. Also das, ich weiß nicht, ob das keine Farbe Bilder hat. Ich habe keine Ahnung. Nee, Hämoglobin, ja, es kommt halt auch so ein bisschen auf den Sauerstoffgehalt an, aber ich glaube, müsste eigentlich schon, weil ja das Hämoglobin ja der rote Blutfarbstoff ist.
Das heißt, das ist dann halt auch das, also der, die Kultur muss auf jeden Fall einen rötlichen Ton haben und, zum, und nach Blut riechen und alles, obwohl da halt quasi kein Blut drin ist. Ja, und natürlich fanden die Forscher auch noch neuartigeren Proteinquellen wie Algen, Pilzen oder Mikroorganismen, also jetzt nicht nur Soja oder Erbsen oder dergleichen. Das, die natürlich werden diese Pflanzen auch was den Proteingehalt natürlich so weit wie es geht optimiert durch Gentechnik auch zum Teil. Also es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, ja. Nur weil es auf einem Feld wächst, ist es nicht unbedingt natürlich, sage ich immer. Und natürlich der Grund, wieso man so viel Aufwand betreibt, ist klar, wenn man zunehmend Fleisch durch diese Produkte ersetzt, können eben wertvolle Ressourcen gespart und das Klima geschützt werden und last but not least müssen weniger Tiere sterben. Ja, ich habe mal einen Artikel dazu geschrieben auf meinem anderen Projekt bei Plants and Pipettes und da habe ich gerade aufgemacht, weil ich da eine Statistik drin hatte, die sagt, dass bei Beyond Burger laut einer Studie 90% weniger Klimagasemissionen macht, 46% weniger Energie verbraucht, über 99% weniger Einfluss auf Wassermangel hat, weil eben Tierzucht extrem wasseraufwendig ist und 93% weniger Auswirkungen auf Landflächen. Nutzung im Vergleich zu einem in den USA produzierten Stück Rindfleisch. Das sind ja schon starke Zahlen, was halt zeigt, wenn man auf so eine pflanzenbasierten Prozesse setzt, hat man halt viel, alleine selbst wenn das quasi, um das jetzt den Bogen zu schlagen, selbst wenn man das in einem linearen Prozess macht, ist der immer noch um ein Vielfaches nachhaltiger oder weniger belastend für das Ökosystem, als wenn man das eben aus Tierprodukten macht. Das ist ja wenn das man das Absurde alles eigentlich, noch ne? Ja. Das wenn man das Ganze dann irgendwie noch schließt als Kreislauf, dann wird es halt noch richtig nachhaltig, ne? Wenn man dann in dem Fall kann ich mir halt vorstellen, dass man die Landwirtschaftsabfälle von der Erbsenproduktion und sowas dann wiederum kompostieren kann und das dann wieder auf Felder bringen kann und auf diese Weise dann eben noch einen Kreislauf generieren kann. Ja, also über das Thema, wieso man weniger Fleisch essen sollte, glaube ich, kann man eine eigene Sendung machen. Ich zumindest. gibt's aber auch ganz tolle Dokus da draußen. Und zwar sowohl für zart beseitete und weniger zart beseitete Menschen. Ich habe noch zwei Beispiele mitgebracht, die mich so angesprungen haben aus dieser Vielzahl von Projekten, die man da auf bioökonomie.de sich angucken kann. Und zwar am Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie, dem IME in Münster, wird in Zusammenarbeit mit Continental an Autoreifen aus Löwenzahn geforscht. Da weiß ich sogar was drüber. What? Ja, weil Pflanzen und so. Ich wusste nicht, weil die mal an meinem Institut, wo ich gearbeitet habe, einen Vortrag gegeben haben vom Fraunhofer Institut. Die waren mal zu Gast. Das ist ja fast wie ein 16-Lotto. Ich suche mir aus Dutzenden von Projekten eins raus und natürlich weißt du was drüber. Aber es und das andere ist, letztes Jahr hab ich zum Fast Forward Science Wettbewerb eine Instagram-Story gemacht zum Thema Löwenzahn und da kam ich halt bei meiner Recherche auch nochmal auf dieses Thema. Aber ja, deswegen kann ich jetzt gleich sagen, ob das richtig ist, was du sagst. Sehr gut. Ich gebe ja auch nur das wieder, was mir das Internet gesagt hat. Und wir wissen ja beide, das Internet hat immer recht. Genau, das lügt nie. Also ich stelle jetzt mal eine steile These auf, dass die meisten Autoreifen aus dem Milchsaft des Kautschukbaums hergestellt werden. Und das Problem daran ist, dass die Transportwege relativ lang sind, dadurch die CO2-Emissionen hoch und die Arbeitsbedingungen in den Anbaugebieten sind jetzt auch nicht ganz unproblematisch. Und die Lösung dieses Problems wäre, Kautschuk aus den Wurzeln des Löwenzahns zu gewinnen. Allerdings könnt ihr vergessen, dass ihr euch jetzt hier auf die nächste Wiese begebt und da irgendwie so ein paar Kilo Löwenzahn ausrupft und mal einkocht. Das wird nicht funktionieren, weil die einheimische Sorte eignet sich dafür nicht, sondern man braucht einen russischen Löwenzahn. Und selbst der muss in Ertrag und Robustheit noch gesteigert werden. Dadurch wird eben durch Genanalyse werden eben Pflanzen selektiert, die besonders leistungsstark und unempfindlich sind.
Du kennst ja dieses CRISPR-Cut? CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9-Verfahren, wahrscheinlich besser als ich. Das ist ja Genmanipulation, indem man halt unerwünschte Teile aus der Gensequenz quasi ausschaltet, ne? Kaputt macht. Ja. So ja. Habe ich das verstanden. Einfach gesagt, ja. Man macht kleine Schnitte in der DNA und sorgt dafür, dass quasi einzelne Buchstaben aus dem Code rausfallen. Und dadurch verschiebt sich das Leseraster und man kann quasi ein ganzes Gen ausschalten, ohne dass man das wirklich komplett ausschneidet, sondern. Das ist aber damit nicht gemeint. Und dieser Beitrag, den ich da geguckt habe, wird nicht müde zu betonen, dass es sich nicht um Genmanipulation handelt, sondern um Genanalyse, wodurch man eben geeignete Pflanzen selektieren kann. Also es ist schon so natürliche Zucht sozusagen, aber indem man halt auf die Gene guckt, kann man sich besser aussuchen, welche Pflanzen eher zum Erfolg führen, als einfach durch blindes Rumprobieren, wie das halt früher der. Ja. Wie genau. Ist der das Kreuzen? Wendel. Genau, danke. Genau, das ist im Prinzip, das ist halt ganz wichtig, immer wenn man irgendwie in Deutschland im Kontext irgendwas mit Landwirtschaft sagt, muss man immer betonen, da ist keine Gentechnik drin, auch wenn man quasi einen Großteil von ähnlichen Prozessen verwendet, einfach also in der Analyse, aber man verändert halt. Ja, ich komme aus einem Feld, wo man eher auf CRISPR setzen möchte, als auf quasi zufällige Mutationen suchen und dann raussuchen. Das ist dann auch ein Thema für eine andere Folge. Aber genau, und das ist das eben, da machen die Genanalyse, schauen sich in so einer natürlichen Population an, wo es einfach so einen Hintergrundvarianz gibt, weil ja die meisten Pflanzen nicht genetisch identisch sind, wenn sie aus normaler sexueller Kreuzung kommen. Und dann sucht man, weil man halt weiß, nach welchen Genen man suchen muss, kann man die halt da analysieren und muss halt nicht sozusagen kompliziert erstmal einen Test machen, ob die genug Kautschuk produzieren, sondern man kann einfach schon viel früher, wenn die noch kleine Keimlinge sind, schon gucken, haben die Gene, um besseren Kautschuk zu machen, und dann kann man sie darüber dann eben selektieren und so. Du hast das jetzt viel besser ausgeführt, als ich das jemals gekonnt hätte. Es ist ein kleines bisschen mein Job, da hoffe ich, dass das ganz gut Triggerwarnung. Sehr gut. Genanalyse. Genau. Ein weiterer Vorteil dieses Löwenzahns ist, dass man ihn auf sogenannten sekundären Ertragsflächen anbauen kann, also weil er ja relativ anspruchslos ist, wenn man sieht, wo dieser Löwenzahn überall wächst, auch wo man ihn vielleicht nicht haben will. Und der macht eben dann den klassischen Lebensmittelpflanzen wie Mais oder Weizen nicht den Acker streitig. Das ist halt ein entscheidender Vorteil. Das Ganze ist noch nicht in Serienproduktion, aber die Prototypen, die bislang so hergestellt wurden, haben alle Qualitätstests angeblich mit Bravour bestanden. Und Continental rechnet mit einer Markteinführung in 5 bis 10 Jahren, hieß es in dem Beitrag, von dem ich nicht weiß, aus welchem Jahr er ist. Aber Zukunft ich ist immer morgen. Fall, vor 5 Jahren habe ich auf jeden Fall ungefähr diesen Vortrag mit dieser Zahl auch schon mal gehört. Also wird es wahrscheinlich eher in Richtung noch mal 5 Jahre von jetzt sein, mindestens, bis man das wirklich hinkriegt. Das ist wie die Kernfusion, die ist auch 50 Jahre in der Zukunft, egal wann man fängt. Immer. Ja. Ja, ist halt wie so oft so ein Problem der Skalierbarkeit. Ne? Genau. Kriegt man, selbst wenn man das ganze Wissen hat und weiß, wie man das hinkriegt, ist halt die Frage, wie man das alles auf einer Größenordnung macht, dass man halt diesen. Und wer zahlt? Das sind ja irre Mengen, was man an Autoreifen braucht weltweit, dass man da nur irgendwie ansatzweise in der Größenordnung mitspielen kann, die relevant ist. Und nicht nur Autoreifen, weil man damit natürlich auch andere Latexprodukte herstellen könnte, wie zum Beispiel Kondome, Handschuhe, medizinische Produkte oder auch Spielzeug. Oh, und wäre mir jetzt wesentlich sympathischer, als zu wissen, dass mein Nachwuchs irgendwie mit Erdöl spielt. Ja. Jo, das war der russische Löwenzahn. Autoreifen aus russischem Löwenzahn. Da hätte ich ehrlich gesagt auch gar nicht so viel mehr hinzufügen können. Da habe ich am Anfang zu laut getönt. Das soll heißen. Das ist ungefähr auch mein Kenntnisstand. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich besonders gut recherchiert habe, sondern dass ich einfach nur sehr gut aufgepasst habe, als ich den sehr gut recherchierten Beitrag mir angeguckt habe. Das war ein Video. Letzter Beitrag fand ich persönlich sehr interessant, habe ich mir vorgemerkt, habe ich in die Shownotes gepackt. Und zwar gibt es in Wuppertal eine
Firma, die seit Ende 2016 nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne T-Shirts verkauft. Und jetzt rate mal, aus welchem Werkstoff. Ich weiß, dass alle immer sagen, Hanf ist total der tolle Werkstoff für alles, aber das wäre wahrscheinlich auch gar nicht, dann wären die nicht die Ersten, da gibt es ja schon lange. 2016, T-Shirts, die Wild GmbH, geschrieben ganz, ganz funky mit W-I-J-L-D. Aha. T-Shirts aus Holz. Aus Holz? Ja, aus Holz. Das klingt unbequemer, als es ist. So Holzplatten. Ja, genau. So Rindenstücke. Oder so Pressspanplatten einfach mit so grob zusammengeschraubt. Nee, es ist tatsächlich so, dass Textilgarn, ja, aus Holz gewonnen, tatsächlich die besten Eigenschaften für Kleidungsstücke wie T-Shirts bietet. Mhm. Sehr spannend. Ja, da Holz in Europa nachhaltig angebaut werden kann, sind die daraus gewonnenen Textile natürlich umweltfreundlicher als traditionelle Baumwolle, die importiert werden muss. Ja, wenn du Baumwolle nimmst, die braucht auch extrem viel Wasser, war ich auch total baff. Also ein Kilo Baumwolle braucht circa 11.000 Liter Wasser zur Produktion. Also vom Feld bis fertig quasi. Und für konventionelle Baumwolle, also jetzt mal Bio-Baumwolle außen vor, wird auch extrem viel Chemie eingesetzt. Ja, und so ein Kilo Baumwolle brauchst du so Pi mal Daumen auch so einen Liter Chemie. Wobei Chemie, ich mag dieses Wort nicht, weil der menschliche Körper ist auch, steht auch aus Chemie. Ja, alles ist chemisch. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Otto Normalbürger weiß man, also da assoziiert man Chemie ja immer mit was Schlechtem. Deswegen wird es auch weiterhin so verwendet. Ja. Die Firma Wild verwendet ausschließlich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Das heißt, es ist jetzt nicht nur, also Holz ist ja wieder nicht gleich Holz, ja, sondern muss ja auch nachhaltig sein. Ein Kilo Holz ergibt circa 4 T-Shirts. Das ist ja auch noch ein ziemlich guter. Ja. Eine ziemlich gute Effizienz. Das wird, also ich, so wie ich das verstanden habe, ist das so dem Prozess der Papiergewinnung gar nicht so unähnlich. Das heißt, das Holz wird erstmal in Schnipsel zerkleinert, in so einem organischen Lösungsmittel eingelegt und dadurch wird die Zellulose herausgelöst und die entstandene Masse presst die Maschine anschließend zu Fasern und dann kriegst du halt wirklich so einen flauschigen, faserigen, fluffigen Stoff, der sieht halt aus wie Baumwolle fast. Und daraus lässt sich dann eben das Garn für T-Shirts herstellen. Und da kann man. Ich surfe gerade hier auf der Seite rum. Kann man echt coole Sachen kaufen. Stoff kaufen. Also ich möchte nicht nur, also achso, du ich habe jetzt gerade angefangen zu nähen und ich möchte jetzt selber diesen Stoff haben. Das weiß ich nicht, aber es gibt auf alle Fälle schicke T-Shirts, Hoodies, Damen, Herren mit Dekor, ohne Dekor. Finde ich toll. Also ich habe mir die Seite vorgemerkt. Ich beabsichtige mir da mal ein T-Shirt zu kaufen. Ist natürlich jetzt kein 5 Euro H&M T-Shirt. Das ist auch klar. Es dürfte qualitativ hochwertiger sein und man unterstützt natürlich auch eine Produktionskette, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat und nicht nur dem, sondern auch fairen Arbeitsbedingungen für alle am Produktionsprozess Beteiligten. Ja. Deswegen kostet halt so ein T-Shirt, ich glaube 40 Euro, wenn ich mich nicht täusche. 30 war jetzt gerade so ein einfaches Rundhals-Shirt. Genau. 30 Euro. Und ein Hoodie oder so ein 100er, aber ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass man sowas fürs Leben hat, wenn man es trägt, dann wird es irgendwann mal verschlissen durchs Waschen, aber ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der sich nicht alle Nase lang ein Packen T-Shirts kauft, sondern halt die Sachen, die er sich kauft, halt aussucht, dass die halt eine Weile halten und die dann auch trägt, bis sie vom Leib fallen. Und deswegen finde ich das. Das kannte ich noch nicht. Das freut mich. Ja, ich hätte jetzt gedacht, du kommst an mit dem Milchprojekt. Es gibt nämlich auch noch so ein Ding, was immer wieder auftaucht in diesen Listen, wo die irgendwie aus dem Milchprotein Fasern machen und daraus halt auch. Ja, gibt's auch. Aber das ist dann so eine kunststoffähnliche Faser. So eine aber wenn du jetzt bei diesen Beispiel auch noch gekommen wärst und gesagt hättest, das kenne ich, dann wäre ich vom Glauben abgefallen. Insofern bin ich ganz froh, dass ich ein Thema gefunden habe, zu dem du nur noch keinen Vortrag gehört hast. Es war auch Zufall, dass die da ankamen. Ich habe halt in der Pflanzenforschung gearbeitet und da ist halt irgendwie so ein Industrieprojekt mit Löwenzahn halt sexy, weil es gibt ehrlich gesagt gar nicht so viele
richtig neue Kulturpflanzen, die halt so quasi neu zur Nutzpflanze umgemodelt werden, was das halt so besonders gemacht hat. Ne? Also das meiste sind halt Iterationen von Nutzpflanzen, die wir schon haben, und vielleicht findet man einen anderen Nutzen oder man findet eine Sorte, die irgendwie besonders viel Stärke macht, so diese Kartoffeln, die dann besondere Stärke haben für die Industrie und so eine Sachen. Aber das ist halt nicht so spannend wie die Geschichte, dass es halt Löwenzahn, den man sonst nur als Unkraut kennt, auf einmal als Industrie-Input gibt. So. Ja. Deswegen habe ich das schon gehört. Aber dieses Holztextil, ich finde das gerade super faszinierend. Ich überlege die ganze Zeit, wo ich quasi den Stoff vielleicht kannst kann. Du den ja kaufen, musst du mal direkt anfragen. Ja, ich habe ja, wie gesagt, nur drei Beispiele rausgesucht. Weil, jetzt bin ich wieder erwarten, haben wir die Stundenmarke jetzt gerissen. Also, wie ich schon ankündigte anfangs, meistens wird es ja immer länger, als man denkt. Es gibt auf bioökonomie.de echt noch unglaublich viele Projekte in Porträts und Videos, Insekten als Rohstoff für und Futterquelle, Bioraffinerie auf Basis von Mikroalgen, nachhaltiger Rollator aus Bambus, Verbundwerkstoffe aus Kaffeesatz, also Kräuteranbau im Supermarkt, ja, wo du dann die Kräuter frisch abpflücken kannst. Also es gibt unglaublich viele Themenkomplexe, auch sowas wie vertikale Landwirtschaft, also wo halt jetzt in diesen urbanen Gebieten halt Häuser bepflanzt werden, biotechnisches Upcycling für Plastikabfall, Superkleber aus Muscheln. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, was es da alles gibt, wenn auch so soziale Sachen betrachtet, Klimafolgen, Fischbestände, also deswegen passt das eigentlich, also nochmal als Fazit zu diesem ganzen Thema und die Meinung, warum das meiner Meinung nach eben nicht so präsent ist, weil es eben ein unglaublich vielschichtiger Begriff ist, der sich halt nicht, der ist nicht so greifbar. Und ich glaube, dass die Menschen brauchen sowas. Also wenn du sowas öffentlichkeitswirksam verkaufen möchtest, jetzt auch gerade im Punkto Wissenschaftskommunikation oder sowas, da brauchst du halt einfach irgendwas Greifbares. Du brauchst irgendein Thema, das sexy ist. Und sexy sind mitunter diese Projekte. Ja, aber sexy, also das Thema Bioökonomie als solches ist nicht sexy. Strategien zum Thema Bioökonomie sind nicht sexy. Das stimmt. Und deswegen glaube ich, ist das etwas, das nicht zuletzt halt in meiner Wahrnehmung kaum stattgefunden hat, dieses Thema. Es aber offensichtlich durchaus tut, wenn man eben der Fülle an Informationen mal nachgeht und guckt, was sich da eigentlich alles tut auf diesen Gebieten. Und ein Faktor dabei ist ja mit Sicherheit auch, dass das alles noch oder vieles davon oder das meiste noch im Prototypenstadium ist oder in einer Kleinserie oder sowas. Ne? Das ist alles noch nicht skalierbar, weswegen halt es auch noch an dem quasi durchschlagenden Beispiel fällt. Das sind alles so kleine Nischenlösungen bis jetzt noch, wo es dann halt auch schwierig ist, das richtig in die breite Bevölkerung zu tragen und zu sagen, hey, guck mal, das ist was richtig, das kann richtig groß werden und da kann man richtig was mit reißen. Ja, weil halt es dann einzelne kleinere Shops gibt, die aus Holz Kleidung machen oder es gibt ja diese Aquaponikanlagen, wo aus Fisch und Gemüsezucht kombiniert wird, wo quasi die Abfälle der Fischproduktion Dünger sind für die Pflanzen und die Pflanzen reinigen das Wasser dadurch auf und das kann man dann wieder den Fischen geben und dann hat man da quasi so einen Kreislauf geschaffen. Aber all das passiert halt noch auf irgendwie super kleinem Maßstab. Das ist alles noch nicht, was man irgendwie im Supermarkt findet und ich glaube, deswegen ist es auch noch nicht so bekannt. Also ich gucke gerade diese Bioökonomie-Seite. Die ersten Projekte, die da vorgestellt werden auf der Seite, sind aus dem Jahr 2011. Also die Seite existiert schon sehr, sehr lange, einfach so vor sich hin. Die neuesten sind dann schon aus hier Mai 2020. Und wenn mich jetzt diese Recherche halt eines gelehrt hat, also mich hat sie tatsächlich so ein bisschen
positiv gestimmt oder ein bisschen optimistisch gestimmt eigentlich, weil ich es mir einfach nicht gewahr war, dass es halt so, dass so viel geforscht wird und in so vielen verschiedenen Bereichen und dass einem eben die Informationen, die mir hier da präsentiert wurden, zumindest einen Eindruck vermitteln, dass wir da dran sind. Verstehst du? Ja. Ja. Und dass es halt nicht so ist, dass Deutschland hier irgendwie im Dornröschenschlaf verharrt, schon seit Jahrzehnten, sondern dass klar gewinnt man. Oder wahrscheinlich ist es auch so, dass es immer noch zu wenig ist und dass man da vielleicht seitens der Politik schon nochmal deutlich mehr Dampf unterm Kessel machen müsste. Aber nichtsdestotrotz war ich dann doch überrascht, wie viel da eigentlich schon passiert. Mhm. Strich. Und um jetzt zurückzukommen auf diesen Antikapitalismus-Gedanken vom Anfang oder von mir unterstellten Gedanken, glaubst du denn, dass das immer noch, also dass es dabei hilft, auch so linearen, klassischen, kapitalistischen Wirtschaftssystemen auszubrechen? Oder ist es mittlerweile so, dass man das damit sozusagen vermählt hat, dass man jetzt sagt, na, es ist, wir machen jetzt quasi weiter wie bisher, nur anstatt Erdöl machen wir jetzt Löwenzahn vorne in unsere Maschinen rein. Aber das grundsätzliche Mindset hat sich nicht geändert. Oh, du machst es. Also mein Problem ist, oder ich will jetzt hier nicht in irgendeinen, ich will jetzt hier nicht klingen wie der ewige Zyniker, aber der Markt regelt halt einen Scheiß. Ja, und wenn ich eins gelernt habe in den Jahren meines irdischen Gastspiels, dann dass der Mensch halt, also immer wenn irgendwas auf Gewinn ausgelegt ist, dass das immer kaputt gemacht wird. Also es wird alles kaputt, ne? Jetzt kannst du hier, was weiß ich, jetzt hier eine Löwenzahnproduktion aufbauen, um deine Reifen dann hinterher zu verkaufen. Und wenn das Unternehmen dahinter an der Börse ist und Gewinne abschöpfen möchte für seine Aktionäre, dann wird es versuchen, den Löwenzahn dort anzubauen, wo es am billigsten ist, von den Leuten, die das am billigsten machen. Und dann hast du halt wieder so eine Produktionskette geschaffen, wo halt wieder dem Kapitalismus unterworfen ist und jetzt nach Altigkeit hinunterher. Ja, das, verstehst du, was ich meine? Die nur auf der Oberfläche nachhaltig aussieht, aber dann eben an so sozioökonomischen Aspekten halt überhaupt nicht nachhaltig ist, genau. Und immer noch ausbeuterisch, genau. Und deswegen ist eben dieser Gedanke der Bioökonomie aber so umfassend und der umfasst eben nicht nur die Tatsache, dass du nachhaltig produzierst, sondern halt auch sozial produzierst. Das ist halt auch die gesamte Wertschöpfungskette, dass die halt auch sozial ist und nicht nur ökologisch. Und das ist halt, ja, und das, glaube ich, darf man halt auch nicht aus dem Auge verlieren, dass halt so ein Autoreifen aus Löwenzahn eine tolle Sache ist, aber dass man auch darauf achten muss, unter welchen Umständen der produziert wird. Ja. Und Continental ist jetzt sicher keine Firma, der ich irgendwie grünen Daumen attestieren würde. Ja, das ist nämlich auch so Kritik, die ich immer mal gehört habe, auch so dann aber aus sehr linken Kontexten in Berlin, auch so Stadtgärten und sowas, die ja oft so ein bisschen in Konkurrenz stehen, so gerade zu diesen Vertical Farms und sowas, und die halt einen Low-Tech-Ansatz fahren und die halt sagen, naja, das hat halt, wenn man halt irgendwo so eine Großanlage hinstellt, dann ist sie nicht zwingend nachhaltig, nur weil man vorne quasi Pflanzenprodukte oder andere nachwachsende Rohstoffe reintut. Das ist halt so eine Kritik, die ich dazu immer wieder gehört habe. Aber ja, es ist halt eben, ne, Bioökonomie ist nicht wie so vieles, ist nicht per se, also sobald Bioökonomie draufsteht, ist es nicht sofort perfekt, aber es ist auch nicht sofort schlecht, sondern es ist halt ein riesiges Feld, ne, wo irgendwie viel Potenzial drinsteckt, aber man gleichzeitig auch schon kritisch drauf gucken muss, dass ob das jetzt eher in Richtung Greenwashing tendiert und das eher quasi ein schicker Name ist für ein Produkt, was immer noch Probleme hat, oder ob es tatsächlich irgendwie
ein Zukunftsprodukt ist oder so. Also ich begrüße halt diesen ganzheitlichen Ansatz und ich sehe nichts Falsches darin, wenn die Politik ihr Handeln nach dieser Strategie ausrichtet, die sie da postuliert hat. Ja. Ich sehe nichts Falsches darin. Ich sehe nur etwas Falsches darin, es nicht zu tun. Ja, klar kann es schneller gehen und mehr und höher und weiter, aber es ist wie so oft, also es gibt ja auch diese ewige Diskussion um Bio, Bio ja, Bio nein und es gibt auch schlechtes Bio und gutes Bio. Und ich sage immer, naja, aber Bio ist immer besser als kein Bio. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Produkt unter besseren Voraussetzungen quasi den Weg in das Regal gefunden hat, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass der, das produziert, anständig bezahlt wurde, die Wahrscheinlichkeit, dass da keine schlechten, dass da keine Pestizide drin sind oder sonstiges, die erhöhst du dadurch oder erhöht sich dadurch, dass da Bio draufsteht. Ob das jetzt tatsächlich so ist. Und auch vor allem ausnahmslos so ist. Ja, ausnahmslos so ist. Oder ob das ein Grund wäre, nicht diese Produkte zu kaufen, das wage ich zu bezweifeln. Und so geht es mir halt jetzt auch mit diesem gesamten Thema Bioökonomie. Und wenn etwas unter diesem Label produziert wird, dann denke ich, ist es mit Sicherheit besser, als wenn es nicht der Fall ist. Ja, spannend. Ich habe jetzt auf jeden Fall einiges nochmal besser verstanden, weil, wie gesagt, ich kannte es vor allem als Buzzword und mir war überhaupt nicht bewusst, wie tief das schon oder auf welcher politischen Ebene das schon diskutiert und ja, umgesetzt ist schwierig zu beurteilen, aber auf jeden Fall schon Strategien entwickelt werden, die jetzt irgendwie in die Zukunft gerichtet sind. Das war echt sehr aufschlussreich. Also wo können denn die Leute, also du hast schon Bioökonomie genannt, bioökonomie.de, da können Leute mehr wissen. Gibt es noch andere Sachen? Ja, also ich habe natürlich wieder einen Haufen Links gesammelt auf wissenschaftsjahr.de, bioökonomie.de. Ich habe verlinkt die Biografie von dem Herrn Nicolas Georgescu Rögen. Ich habe verlinkt auch wild.de, von denen wir jetzt kein Geld bekommen, wo es diese tollen T-Shirts aus Holz gibt. Ich hätte gerne ein T-Shirt von denen bekommen. Für die Werbung. Dafür würde ich unseren Podcast von wem? Verkaufen. Von wild.de. Für wild.de. Mit J. Nachhaltige T-Shirts. Bequem und lecker. Das war es im Wesentlichen. Ich habe diesen Gesellschaftsvertrag, dieses Gutachten verlinkt. Das finde ich tatsächlich ziemlich lesenswert, auch zumindest auch mal die Zusammenfassung sich mal auf die Platte zu schaufeln, also auf die geistige. Also viele, viele interessante weiterführende Lektüre in den Shownotes dieser Episode. Also da findet ihr. Ich habe heute, als ich auf dich gewartet habe, auch wieder einfach nur so mich berieseln lassen mit Videos, weil ich das unglaublich interessant finde. Ja. So, das bedeutet, jetzt der Moment, der mir Arbeit macht für den nächsten Monat. Ja. Was ist denn das Thema, was dich als nächstes interessiert? Ja, das Thema ist mir wieder relativ spontan eingefallen, wie so oft. Ich dachte mir, nachdem wir jetzt ein medizinisches Thema hatten und jetzt ein eher, politisch-ökologisches Thema hatten, dass jetzt wieder ein mehr technisches Thema an der Reihe wäre. Und wer wäre besser dafür geeignet als du? und es hat etwas mit einem Ereignis zu tun, das gestern stattgefunden hat, das sehr medienwirksam war. Also was gestern passiert ist, siehst du mein T-Shirt? Ja, NASA steht drauf. Da steht NASA drauf. Weißt du, was gestern stattgefunden hat? Gestern war doch von Elon Musk, seine Firma, hat eine Rakete mit zwei Astronauten zur ISS geschossen, was der erste Flug, also erste von den USA veranstaltete Transport von Menschen und zur ISS. Und von einem privaten Unternehmen. Genau, und von einem privaten Unternehmen seit 20, 30 Jahren oder was? Seit dem Ruhestand des Space Shuttles. Ja, genau, war. Weil, und seitdem sind die ja immer mit diesen Soyuz-Kapseln hochgeflogen. Von den Russen und jetzt sind sie quasi wieder autark. Hast du das Cockpit mal gesehen von der Dragon-Kapsel? Ja, ich habe also so zwei, drei Fotos habe ich gesehen und das sieht ja alles aus wie ein Tesla quasi. Wahnsinn, oder? Nur auch halt die Raumanzüge, das sieht ja
die Zukunft, also du guckst das und denkst da, hoppla, die Zukunft ist jetzt. Ja, es sieht auf jeden Fall echt wie so ein Sci-Fi-Film aus. Ich will jetzt aber gar nichts von dir zur NASA wissen und vielleicht nicht direkt. Und auch nicht zu SpaceX, sondern ich will von dir wissen, wie funktioniert eigentlich die ISS? Oh, okay. Weil das Ding, das da schon seit sehr geraumer Zeit über unseren Köpfen schwebt, fliegt, das geschulte Auge auch am Nachthimmel erkennen kann und manchmal sogar auch bei Tag, das hat ja einiges zu bieten, denke ich, an Historie und und da würde mich einfach mal so interessieren. Das ist ein gutes, weil das ist auch so ein Ding, also ich habe so eine Vorstellung davon, aber ich kann dir zum Beispiel nicht sagen, wie groß die ist. Ist die so groß wie ein Schulbus oder ist die so groß wie so eine kleine Lagerhalle? Nee, so groß wahrscheinlich nicht, aber ne, wie, ich habe nicht mal eine Größenvorstellung davon. Ich weiß halt nur, ne, irgendwie Astronauten drin und Forschung und Wissenschaft und man sieht sie manchmal vorbeifliegen. Aber ja, super, ja, das ist super spannend. Da freue ich mich drauf, das zu recherchieren. Und das ist jetzt auch, hoffe ich, denke ich, also die ISS ist ja räumlich begrenzt und demnach ist wahrscheinlich das Feld der Recherche auch etwas begrenzt. Aber das werden wir sehen. Das wirst du dann selber erfahren. Ja. Gut. Sehr schön. Gut, das heißt. Das heißt, wir verabschieden uns für heute. Genau. Wer uns Rückmeldung geben oder uns unterstützen möchte, der kann seinen Freunden von uns erzählen. Uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen. Diese oder jede andere Episode kommentieren. Uns eine Nachricht schreiben. Uns auf Apple Podcasts oder Panoptikum.io bewerten. Uns via Flatter unterstützen. Oder uns anderweitig eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast Client eures Vertrauens und natürlich auf aha.exclamatio.de. Dann macht's gut, bleibt neugierig, bis zum nächsten Mal. Tschüss.